Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed 2. Wir sind im letzten Part auf die Suche gegangen nach Leuten, die die Liebesgilde hintergangen haben und haben das auch erfolgreich geschafft. Und ja, wir machen uns jetzt mal auf den Weg zurück, wahrscheinlich auch wieder zum Oberhaupt der Liebesgilde. Dessen Name mir wie fast immer und fast alles wieder mal entfallen ist. Wir reißen auf dem Weg nochmal ein bisschen hier Plakate ab. Na, damit wir ein bisschen Ruhe haben. Und ja, dann gucken wir mal, was denn die nächste Hauptmission so für uns bereithält. In der Überlegung, ich möchte gerne dann jetzt dann doch tatsächlich mal das Streamen angehen. Möchte das aller... Achso, jetzt bin ich wieder... Bringt das schon was? Tatsache, die sehen mich nach. Das dachte ich mir. Ich würde das Streamen gerne jetzt dann doch mal angehen. Das habe ich schon so oft gesagt, aber diesmal wirklich, weil das sehr spaßig aussieht. Eine geschätzte YouTuberin, beziehungsweise eine geschätzte Let's Playerin. Eigentlich kann man sagen YouTuberin, weil sie macht auch anderes als Let's Plays. Ich mache ja auch noch ein bisschen was anderes als nur Let's Plays. Mit den Unboxings und sowas, auch wenn es Gaming-relevant ist, aber es ist ja dennoch auch was anderes. Sie hat damit angefangen und hat mich halt gefragt, weil sie meinte, ihr würden die Let's Plays so gefallen, ob ich denn nicht auch mal streamen will. Und ich habe das ja schon länger in Planung, habe mir auch deswegen ein anderes Audio-Interface unter anderem geholt, um mehr Leistungsreserven dann zu haben, was die Lautstärke angeht. Damit ich mit Fratzenkamera und sowas das machen kann. Weil das erwartet man ja heutzutage bei einem Streamer. Und ich werde mal schauen. Also für diejenigen, die das interessiert, wäre es am sinnvollsten... Ah, mein E-Mail-Client mal wieder. Es tut mir so leid. Ich bin so unprofessionell. Aber naja, egal. Achtet am besten einfach für diejenigen, die es interessiert, auf Facebook, auf Twitter oder hier auf dem Kanal, ob ein Ankündigungsvideo für den Stream kommt. Ich werde da auf jeden Fall ein Video hochladen, damit die Leute das auch mitkriegen. Und spielen werden wir da, weiß ich noch gar nicht. Vielleicht eine Runde Heroes of the Storm, vielleicht ein bisschen Mario Kart, vielleicht ein bisschen was anderes auf der Wii. Vielleicht Splatoon oder sowas. Mal gucken. Ich hab's noch nicht, Splatoon, aber ich wollte es mir holen. Vielleicht für Streams. Mal gucken. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Aber wenn, wie gesagt, Ankündigungsvideo oder Twitter oder Facebook am besten. So, wir gehen rein. Achso, und der wenn auf Twitch dann, nicht auf YouTube. Weil Twitch würde größere Möglichkeiten ja bringen, quasi, dass mich auch andere Leute finden, wenn sie über die Spielesuche gehen. Das fehlt mir im Moment bei YouTube noch. Wobei die Qualität bei YouTube echt besser ist mit dem Stream. Aber egal, jetzt wieder zurück zum Spiel. Alles muss raus mit Antonio und seinen Lieben zusammenarbeiten. Antonio heißt also, um Emilio zu besiegen. Mach mal. Bitte, herein! Achso. Ich dachte, wieder so ganz. Dank eurer Arbeit sind wir wieder so stark wie zuvor, Ezio. Wir sind jetzt bereit. Sagt mir nur, was getan werden muss, und ich erledige es. Ihr nährt euch von oben, im Schutze der Nacht. Emilio hat rund um den Palazzo Schützen postiert. Tötet sie. Aber tut es leise. Sobald sie fallen, werden meine Männer sie ersetzen. Was ist mit den Wachen? Habt ihr die Bogenschützen erledigt, formieren wir uns vor diesem Gebäude neu und planen die nächsten Schritte. Kein Problem. Ich erledige die Bogenschützen und komme zurück. So machen wir es. Hals- und Beinbruch. Wünsche ich auch. Da war ich gerade knapp dran, aber ich hab's noch geschafft. Oh nein, Bogenschützen. Da habe ich schlechte Erinnerungen dran aus Assassin's Creed, aus einer der letzten Missionen, glaube ich sogar. Also aus dem ersten Teil. Ich hoffe, dass das hierbei besser funktioniert. Aber die sehen einen immer so schnell. Und wenn das auch jetzt hierbei vorbei ist, nach einmal, ich meine, man kann sagen,
Assassin's Creed 1, jetzt, allein schon jetzt der Vergleich Assassin's Creed und Assassin's Creed 2. Assassin's Creed 2 ist storylastig bis zum geht nicht mehr. Hat jede Menge zu bieten. Oh, da hinten ist noch ein Plakat, das möchte ich gerne mitnehmen. Hat jede Menge zu bieten. Und der Sips-LP hat letztens in einem seiner Videos einen Satz gesagt, den ich so eigentlich unterschreiben kann. Assassin's Creed wirkt, also der erste Teil, wirkt so ein bisschen, als wenn das ein Testlauf wäre, beziehungsweise ein kleines Testprogramm, ein ganz kurzes, kleines, kompaktes Testprogramm, um diese ganzen Mechaniken, die es hier so gibt, zu testen. Und der zweite Teil ist quasi der erste Teil, wo dann halt ja ein komplettes Spiel drumherum programmiert wurde. Und ich würde auch fast sagen, storytechnisch kann man das fast so sehen. Nein, geh weg. Lass mich in Ruhe. So, die nehmen wir mal, dann können die sich nämlich um den kümmern. Ach, das, naja, okay, das ist halb so wild. Das geht ja noch. Auf Befehl des Dogen sind außer Brieftauben alle Tauben. Ja, und das kann ich unterschreiben. Also das wirkt auf jeden Fall so. Die Steuerung ist so flüssig hier bei dem Teil. Das ist definitiv so, ja. Das wirkt, als wenn es einfach nur ein Testteil wäre. Der erste. Ist ja auch sehr kompakt und kurz eigentlich, wenn man es so will. Einmal. So, komm. Her. So. Okay, also hierbei ist das nicht so sensitiv. Das ist gut. Für mich ist das gut, weil ich weiß nicht, ob ich das leise hingekriegt hätte. So, dann machen wir wieder hoch. Da, auf ihn! Zweimal. Also dreimal dann. Da ist er! Wir kriegen dich doch! Eccolo! Da! Und auch solche flüssigen Bewegungsabläufe, glaube ich, wären. Wären in Teil 1 nicht wirklich gewesen. Ja, super, der ist einfach. Der ist runtergefallen. Ja, Tränen in den Augen. Alles klar. Also manchmal sind die schon ziemlich dämlich, muss ich mal so festhalten. So, das sind jetzt unsere Leute, ne? Ja. Und wir sollen hier runter. Dann gehen wir hier mal runter. Wie gesagt, manchmal sind die schon ziemlich blöd. Gut gemacht, Ezio. Es läuft alles wie geplant. In diesem Moment ersetzen meine Männer die getöteten Bogenschützen. Der Weg zum Palazzo steht nun offen. Aber nicht das Gebäude selbst. Emilius Wachen patrouillieren noch. Nehmt meine Männer. Sie können die Wachen ablenken und euch den Kampf ersparen. Und wenn es Zeit ist, das Gebäude zu stürmen, denkt an unser Training. Seid bedächtig, Ezio. Wir erwarten eure Vollzugsmeldung. Okay. Attentat auf Emilio Barbaggio. Okay. Also ist es jetzt soweit. Das nächste richtige Attentat steht an. So. Ja, wir machen alles so, wie sie es uns das gezeigt hat. Achso, wir erklimmen gerade. Ja, also ich bin der Meinung, wir sollten, und das ist auch vollkommen okay so, dass wir auf jeden Fall schauen sollten, dass wir noch den Aussichtspunkt mitnehmen. Nein! Sorry. ja, das war klug. Gebe ich zu. Das war ziemlich schlau. Aber ich würde den gerne noch mitnehmen und daher klettern wir nochmal hoch. Alles klar. Also hier ist der Aussichtspunkt. Und wenn wir schon mal da in der Nähe sind, finde ich, sollte man den auch mitnehmen. Okay, alles klar. Ja, und jetzt können wir gerne hier. Boah, so viele noch.
Wir haben ja noch ein bisschen Medizin und an Geld sollte es auch nicht mangeln. Auch wenn wir schon länger nicht mehr in der Villa waren, aber das hat sich ja bislang noch nicht mehr angeboten, das nochmal zu machen. So, wie kommen wir jetzt am besten... Ja, eigentlich müssen wir dann auch runter, ne? Weil... Ist auch sehr unauffällig, dass die die da haben liegen lassen. Gebe ich zu. Hätte ich auch so gemacht. Wenn ich die Bogenschützen ersetze, dann lasse ich die, die wir getötet haben, lasse ich natürlich da liegen. Aha. Okay. Da kommen wir also nicht so einfach rüber. Hallo, ich möchte gerne, dass du wieder hochgehst. Wie sollen wir denn jetzt da drüben reinkommen? Einfach hier so rüberlaufen? Das ist, nee, niemals, das überleben wir nicht. Okay, die haben das gar nicht mitgekriegt. Wie kann man denn... Also das sind gute Wachen. Das merkt man. Alter. Wie kann man denn so... Wenn ich doch hier jemanden beschütze, dann gucke ich doch, ob da jemand unterwegs ist, oder? Achtung, Sperrgebiet. Ja, Spiel. Das ist, ich bin schon die ganze Zeit im Sperrgebiet. So, da kommt jetzt besagtes Training zum Einsatz. Was? Och. Ne, das ist aber nicht dein Ernst, oder? Mal ganz ehrlich, wer von euch hätte jetzt damit gerechnet, dass wenn da Attentat steht und da vor uns einer auf dem Balkon steht, dass dann auf einmal der nach hinten springt? Mal ganz ehrlich. Also, hätte ich jetzt nicht gerechnet. Egal. Okay, machen wir die mal gerade noch fertig. Das ist so unfair. Während wir kämpfen, kann er doch nicht einfach anfangen da mit seiner Axt. Boah, das... Jetzt habe ich keine Medizin mehr und der Typ ist dann einfach mal so tot. Ja, geil. Also manches hier ist dann auch doch immer noch ziemlich unlogisch. Wie gesagt, also dass der jetzt da gerade im Balkon eben Attentat stehen hatte, da ging ich eigentlich davon aus, dass es ein Attentat wäre auf den da. Genau, nämlich dieses, damit wir den da wegkriegen. Da gehe ich nicht davon aus, dass der Ezio dann nach hinten springt. Aber vielleicht habe ich halt die falschen Annahmen, was sowas angeht. So. Euer kleines Kartenhaus stürzt zusammen, Emilio. Ein kleiner Rückschlag, das hält uns nicht auf. Dieser arme, irre Antonio und seine Diebe. Vergesst sie. Es ist der Assassino, um den ihr euch sorgen solltet. Warum? Ist er in Venedig? Er ist schon seit Wochen hier. Wie konnte er so blind sein? Anders als ihr hatte ich zu tun. Irgendjemand muss doch die Waffen an unsere Brüder... Emilio Babaggio eliminieren, bevor er fliehen kann. Genug der Spitz. Ach du Scheiße. Wo ist der denn jetzt genau? Ich bin da. Falls ihr dann noch leben sollt. Da unten. Wenn ihr einen Rat wollt, macht er dann einen weniger auffälligen Ort. Seta ist nicht sicher. Seta ist eine Festung. Wenn ihr das sagt, seht ihr. Gott, so, was wenn er recht hat? Du, ruf mir mein Boot. Es kann nicht weit sein. Wenn es kommt, ladet die Kisten auf und seid bereit. Ich bin bald zurück. Getroffen? Wir haben keine Medizin mehr, das wirft jetzt Arsch knapp. Wache! Wache! So, aber da haben wir ihn doch schon, oder? Habt keine Angst. Ich spüre keine Angst. Nur Bedauern. Ich wollte Einheit, Stabilität, Ordnung. Aber der Preis war zu hoch. Fortschritt erfordert Opfer. Ich tue das hier nicht gerne, doch es gibt keinen anderen Weg. Requiescat in pace. Damit haben wir unser Attentat. Aber sind die gerade alle umgekehrt? Was ist das? Ach so, okay, alles klar, das ist zumindest logisch erklärt. Verzeiht, wir konnten nicht widerstehen. Kommt, öffnen wir das Tor für Antonio.
Okay. Setta ist gefallen und Emilio Geschichte. Das verdanken wir euch, Ezio. Geht, holt Emilios Banner ein. Bringt zurück, was er dem Volk gestohlen hat. Sagt mir, Ezio, wie kann ich euch für eure Hilfe entlohnen? Geld ist nie verkehrt. Das ist einfach. Was noch? Emilio traf sich mit einem Mann namens Carlo. Er sah aus wie ein Würdenträger. Kennt ihr ihn? Carlo Grimaldi. Er sitzt im Rat der Zehn. Warum fragt ihr? Was habt ihr vor? Ich muss einem Treffen beiwohnen. Ja, damit haben wir Emilios, also das Attentat auf Emilio, erfolgreich abgeschlossen. Tut mir leid, dass ich das mit dem Schwert gemacht habe. Aber ich habe mir gedacht, bevor er uns abhaut, machen wir das lieber so auf die brutale Art und zerstückeln den ein bisschen. Ja, aber das haben wir dann jetzt schon mal. Dann schauen wir mal, was wir jetzt so zu sehen bekommen. Das Assassinengrab, ne? Das brauchen wir auch auf jeden Fall noch. Das befindet sich da. Das Problem ist, das werden wir zeitmäßig wohl nicht mehr schaffen. State attenti! Wir erinnern die Bürger daran, dass die Reparaturen an vielen Brücken der Stadt. Die Truhe in der Villa ist voll. Ich habe ablehnen gedrückt, oder? Dann müssen wir mal gerade, das können wir dann noch machen. Hier vorne ist eine Schnellreisestation, perfekt. Dann reisen wir mal gerade zurück nach Villa, genau. Leeren die Truhe, bauen den Rest der Villa aus. Und im nächsten Part machen wir dann da weiter. Könnten wir nochmal, das sollten wir auch dringlichst tun, nochmal auf dem Weg jetzt kurz beim Arzt Medizin nachkaufen, weil wir haben ja keine mehr. Ich habe ein Elixier aus Blei und... Das war's. Kommt jederzeit wieder. So, und dann gehen wir jetzt in die Villa, machen die Truhe leer, bevor sich unsere Schwester was da rausnimmt. Was sie, glaube ich, nicht tut. Hat sie nur angedroht, macht sie aber nicht. Sonst wäre die jetzt nicht voll. Und dann schauen wir mal, was wir dann... Ja, ja gut, dann ist der Part eigentlich auch schon vorbei. Dann bauen wir noch hier den Rest aus. Das müsste eigentlich machbar sein. So. 23.000. Okay. Mal mal, ob wir den Rest jetzt noch ausgebaut kriegen. Buongiorno. Salute, Saezio. Sollen wir uns die Liste anschauen? Ja, bitte. Der ist ausgebaut. Den können wir dann noch ausbauen. Den Schamit. Na. Komplett, genau. Den Arzt. Gut, dann hätten wir jetzt das noch ein bisschen günstiger eben gekriegt, aber egal. So, und den Kunsthändler noch. Und dann haben wir alles komplett ausgebaut. Mehr gibt's hier nicht mehr. Ja. Ist fertig. Buon viaggio. Wir haben noch eine Feder. Das wird uns angezeigt. Das machen wir auch noch gerade. Wir haben ja irgendwann im letzten Part eine Feder noch gefunden. Oder im vorletzten. Oder im vorvorletzten sogar schon. Die legen wir mal noch damit rein. Das steigert dann wieder den Wert der Stadt.
2 von 100. Oh, 100 Stück. Naja. Gut, dann würde ich sagen, im nächsten Part begeben wir uns dann wieder zur Schnellreisestation und machen uns auf den Weg wieder hier zurück zu der, nach Venedig. Um dann da das Assassinengrab noch zu plündern und sowas. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, dann lasst einen Kommentar oder eine Bewertung da. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder bei Assassin's Creed. Bis dahin, tschüss!